Ja, servus liebe Kinder, Adora, schön, dass ihr wieder mal reinschaut. Heute machen wir uns einen Laubengel, ihr kennt es sicher aus dem Schnee. Der Vorteil am Laubengel ist, es ist nicht so kalt wie im Schnee, es kann kein Schnee in die Kleidung reingeraten, die dann schmilzt, etwas kalt wird. Deswegen machen wir das im Laub. Bitte, bevor ihr euch hinlegt, schaut, ob nicht das eine oder andere Hinterlassenschaft von Hund ist oder ob es da vielleicht Glasscherben gibt, die könnten wehtun. Und wie der Laubengel geht, das zeigen wir euch. In das Laub legen und mit kreisförmigen Bewegungen Arme und Beine vom Körper wegbewegen. So, ein bisschen stärker mit den Beinen bitte. Jawohl. Gut, stopp. Und jetzt Vorsicht. Ja, und fertig ist unser Laubengel. Wunderbar für die Kinder, ein tolles, spannendes. Ja, ihr habt gesehen, ganz einfach, so ein Laubengel, ideal für einen Spaziergang im herbstlichen Wald oder Park. Weitere tolle Outdoor-Ideen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Macht's gut, bis dann, fertig, servus.